Herzlich willkommen zu einer Planeingabe mit VEBIM Solutions. Wir wollen heute dieses Baustilhaus eingeben mit dem Erdgeschoss, mit dem Obergeschoss ohne Keller. Wir beginnen, indem wir einfach einen neuen Plan aufrufen. System fragt mich freie Grundrisseingabe. Ich sage ja. Hier kann ich Bauherrndaten, Wohnort und so weiter hinterlegen. Dann füllt das System mir solche Sachen wie Legenden, Wohnflächen, Berechnung und so weiter aus. Wenn ich ein neues Haus eingebe, gebe ich einfach Länge mal Breite ein. Ohne Erker, ohne Rücksprünge, einfach nur das Rohgebäude. Unser Haus soll sein 11 Meter mal 9 Meter. Wir haben gesagt, wir bauen das auf Bodenplatte, also brauchen wir keinen Keller und schalten uns ein Obergeschoss dazu. Wandstärke behalten wir einfach bei. Was ich jetzt erzeugt habe, ist zum einen den Grundriss Erdgeschoss, das Obergeschoss und wir haben ein Stalldach drauf liegen. Da wir hier einen Baustil machen wollen, können wir das Stalldach einfach löschen, indem wir es einfach mit Entfernen wegnehmen und sagen dann noch unter Werkzeuge Geschoss, Geschoss ablegen. Was wir jetzt haben, ist halt ein Kubus, wie wir das in den Außenansichten sehen können, als auch im Schnitt, der uns sofort zur Verfügung steht. Wir gehen zurück ins Erdgeschoss und jetzt wollen wir die Außenhülle noch verändern. Das könnten wir einmal zeichnerisch machen über Vor- und Rücksprünge, die etwas elegantere Variante ist unsere dynamische Bauteilvorlage. Und hier gehe ich einfach über die Funktion Erker, sage OK. Ich nehme meine quadratische Form, Rechteckform, und gebe jetzt einfach wieder hier mein Maß ein, was ich haben will, 7,25 mal 1 Meter tief. Sage weiter. System fragt mich, an welcher Außenwand ich das machen möchte. Ich klicke einfach irgendwo auf die Außenwand. Er setzt mir das Bauteil jetzt erstmal mittig. Ich möchte aber gerne, dass es genau auf der Ecke sitzt, also sage ich, vom Eckpunkt B aus möchte ich gerne 0 cm Abstand. Er schiebt mir das Bauteil entsprechend drüber. Wenn ich das jetzt so für gut befinde, gehe ich mit weiter. Das hier ist für Vollverglasung, interessiert uns jetzt erstmal nicht. Ich sehe, in welchen Geschossen ich das durchführen kann. Erdgeschoss, Obergeschoss ist für mich richtig. Ein Dach brauche ich keins und fertig ist mein Anbau. Machen wir es nochmal. Also, Erker, Anbau, okay. Ich nehme meine Rechteckform. Letzte Werteingabe hat er sich gemerkt, also weiter. Ich springe wieder auf die gewünschte Außenwand, diesmal nehme ich die hier, klicke einfach drauf, er setzt mir das Bauteil wieder mittig, beziehungsweise den Anbau. Ich sage wieder, ich möchte von der Ecke B einen Abstand haben von 0, also klicke ich auf B, gebe mein Zielwert ein und er korrigiert mir die Position so, wie ich sie haben möchte. Gehe mit weiter. Das hier ist für Vollverglasung wieder. Sehe wieder, in welchen Geschossen ich durchführen kann. Sag weiter, weil es für mich so in Ordnung ist, Erdgeschoss und Obergeschoss. Ein Dach brauche ich obendrauf nicht. Und fertig ist meine Grundform. Genauso einfach geht es jetzt weiter mit den Innenwänden. Ich wähle mir meine entsprechende Stärke aus. In dem Fall gehe ich jetzt mit der Maus in die Nähe einer Ecke, drücke einfach nur die Taste E für Ecke. Das ist eine von 6 Funktionstasten, die man beherrschen muss. Setze mir die Wand richtig an und mit dem Befehl Steuerung L ziehe ich die Wand einfach durch bis zur nächsten. Die nächste Wand, haben wir eben gesehen, setzt hier an, aber genau auf der Ecke. Also gehe ich hier oben mit der Maus an die Ecke, friere mir die X-Achse ein. So kann ich jetzt nach unten gehen, kann hier die Wand ansetzen, sie hochziehen, wie ich sie gerne haben möchte. Ich habe noch kein festes Maß, also setze ich die Wand jetzt erstmal ab. Was ich dann auch mache, ist mit jeweils der Taste A jeweils die Ecken packen, setze meine Wand wieder an. Jetzt sitzt die halt genau mittig, kann eben genau sagen, genau auf Mitte, oberhalb der Mitte, unterhalb der Mitte, wie ich das gern haben möchte und setze die Wand ab. Und jetzt gebe ich einfach nur noch den Befehl, Wand A und Wand B miteinander zu verbinden. Fertig. Dann setze ich mir noch eine Wand hier wieder mittig rein zwischen den beiden Ecken, also greife ich mir wieder jeweils die Ecken mit A, ziehe die Wand vor, da ist sie, könnte wieder vor, mittig, wie auch immer bestimmen, sage Steuerung L und ziehe die Wand einfach wieder bis zur nächsten Wand durch. Damit habe ich schon meine Wände im Erdgeschoss drin. Ah nein, Gäste-WC haben wir noch vergessen. Da gehen wir unten auf die Ecke, diesmal setzen wir die Wand maßgenau. Ich sehe, gehe mit Steuerung E auf die Ecke. Jetzt geht ein Koordinatenkreuz auf. Ich gebe einfach mein gewünschtes Maß ein. Er springt auf das Maß, setzt mir die Wand an. Mit dem Befehl Steuerung L ziehe ich die Wand wieder durch bis zur nächsten. So, jetzt Öffnungselemente. Ich fange mit Terrassentüren an und sage, ich möchte gerne diese Terrassentüren mittig zwischen den beiden Ecken setzen. Das heißt, ich greife mir wieder die Ecke A und A. Er springt auf das Maß, öffnet mir jetzt den Generator für Terrassentüren. Sämtliche üblichen Standardmaße sind schon mal fertig vorgepflegt.
Freie Eingabe können Sie natürlich sagen. Sagen einflügig, doppelflügig, hebe, schiebe, teil, dreiteilig, was auch immer. Wenn Sie Ihre Terrassentür qualifiziert haben, sagen Sie einfach nur okay und dann setzt sie. Also nochmal langsam zum Mitschreiben. Ich setze mir zwischen die beiden Ecken A und A. Generator geht auf. Ich wähle mir meine entsprechenden Größen an, stelle mir meine Terrassentür ein, so wie ich es will. Sie sehen hier, nach wie vor gilt, wer lesen kann, ist stark im Vorteil. Sage okay und dann sitzt meine Terrassentür. Tun wir uns hier noch eine hin. Dann kann ich natürlich alle Terrassentüren genauso gut jetzt nicht nur zwischen zwei Punkte, sondern natürlich auch ganz maßgenau setzen. Ich mache es mal mit der Terrassentür hier auf der Seite. Ich gehe mit meiner Maus in die Nähe der Ecke, sage Steuerung E und sage jetzt, ich möchte gerne meine Terrassentür 50 cm nach unten setzen, gebe das Maß ein, er springt auf das Maß, öffnet mir jetzt den Generator für Terrassentür natürlich wieder, setze meine Terrassentür, fertig. Jetzt will ich eine weitere von der Ecke aus nach oben setzen. Also gehe ich wieder auf die Ecke, sage Steuerung E, sage minus 50 cm, weil ich jetzt ja in die andere Richtung gerne gehen möchte. Er springt auf das Maß, öffnet mir wieder den Generator für Terrassentüren. Ich wähle wieder entsprechend aus und setze mir die zweite Terrassentür maßgenau. Was brauchen wir noch? Innentüren. Setzen wir uns hier eine hin. Für das WC setzen wir eine. Für das Büro. Dann können wir hier noch ein paar Fenster gebrauchen. Also gehe ich auf Fenster. Ich würde es jetzt hier auch wieder einfach mittig, aber es bietet sich einfach an. Sage A, setze mir hier ein entsprechendes Fenster rein in meiner Größe. Mache dasselbe hier vorne nochmal. Für das WC und vielleicht hier vorne fürs Büro setze ich einfach zwischen den beiden Punkten nochmal mittig ein Fenster rein. Jetzt habe ich einen Status erreicht, den ich im Obergeschoss auch brauchen kann.